Ich darf Sie ganz herzlich in Meyers Bärengarten in unserem kleinen und feinen Familienbetrieb in Rietz im Tiroler Oberland willkommen heißen und ich freue mich auf eine gemeinsame Schnapsverkostung mit Ihnen. Rietz ist für Obst eigentlich eine prädestinierte Anbauregion. Man glaubt es eigentlich auch nicht, weil gerade in Rietz sagt jeder, es ist nur Schatten. Aber der Schatten hilft den Früchten, dass sie nicht erfrieren im Frühling. Im Sommer haben wir sehr viel Sonne, das macht sie noch viel fruchtiger. Bären- und Steinobst wächst nicht nur bei uns, es wird auch verarbeitet. Und so machen wir über 100 verschiedene Produkte, von der Frühweg mit der Marmelade bis zum Abend, dem hochprozentigen, den Schnäpsen. Und gerade bei den Schnäpsen haben wir ein sehr großes Sortiment an Spezialitäten, wie den Sonntagsschnaps für Feste, die Vogelbeere, oder ganz was Besonderes, ein Himbeeredelbrand, wo in einer Flasche gleich 30 Kilogramm Himbeeren Platz haben. Die Leidenschaft für Schnapsbrennen wurde unserer Familie in die Wiege gelegt. Mein Vater hat es dann angefangen und ich denke, das Wirkliche, warum wir das wollen und warum man das so verfolgt, ist einfach, dass man im Schnaps so viele Früchte in sich konzentrieren kann. Man fängt die Luft, man fängt die Umgebung, man fängt das ganze Land mit den Früchten ein und hat das für das ganze Jahr erhalten und damit muss man einfach Schnaps mögen und die Liebe dazu haben. Also wenn man auf der Schnapsroute in Meyers Bärengarten Halt macht, dann erlebt man, wenn man will, gleich die Bärengärten, wo ja die Früchte für den Schnaps herkommen, und dann die Brennerei, wo wir gemeinsam eine Verkostung machen von unseren verschiedensten Spezialitäten, unsere Edelbrände, auch den Likören. Aber wir lernen auch, wie man Schnaps richtig verkostet. Weil guter Schnaps gehört richtig getrunken und nicht einfach weggeschüttet. Also beim Schnaps trinken kommt es in erster Linie auf die Qualität des Schnapses drauf an. Ein guter Schnaps trinkt sich nämlich leichter. Da ist es wichtig beim Schnaps, dass er bei Zimmertemperatur, das heißt von 18 bis 21 Grad getrunken wird. Da kann man nämlich Fehler schmecken. Fehler wie zum Beispiel Vorlauf, wenn der Schnaps noch Kleber oder Nageljackenferner schmecken würde. Oder Nachlauf, das schmeckt er wie alter Keller. Der Mittellauf, das Herz des Schnapses, das schmeckt fruchtig. Und genauso soll er schmecken. Also Hände weg vom Schnaps, wenn er nach was anderem außer der Frucht schmeckt. Was dann noch wichtig ist, ist die Form des Glases. So ein Glas sollte Kaminform haben, sollte dünnwandig sein. Dadurch hat man beim Riechen, weil Form trinken sollte man immer riechen beim Schnaps, viel mehr Geschmacksempfinden. 60% vom Geschmack hat man in der Nase. 40% sind am Gaumen. So ein Glas muss man beim Trinken durch die Form sehr hoch anheben, bis was rauskommt. Das heißt, ich tue mal zuerst schon riechen und 60%, dann trinke ich, da habe ich die restlichen 40% und damit 100% Geschmacksempfinden beim Schnaps. Und dann soll man eigentlich aufhören mit dem Reden und Gesundheit sagen, wie es bei uns üblich ist. Und darum Gesundheit.